denn es ist unglaublich optimistisch aufgrund von dieser Folie. Wir wollen dieses Jahr mindestens 2 neue Listings machen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir noch im Q1 2023 ein neues Listing machen würden. Wir wurden kontaktiert von einem super kreativen AI-Team, die gerne über Social Swap ihren AI-Token auf THC20 launchen wollen würde. Ja. Darüber wird natürlich die Community abstimmen, aber es ist schon phänomenal. Es würde uns direkt Geld bringen, einfach als Listinggebühr. Es würde uns Gebühren bringen, es würde mehr Leute auf die Decks bringen, es würde mehr Leute in den Aggregator bringen. Wirklich interessant einfach zu sagen, hey, weil aktuell ist alles sehr SSD-lastig, logischerweise auf unserer Börse, Tether und Tron, aber es gibt natürlich auch weitere Swaps auf der Börse. Ja. Aber je mehr Swaps es auf der Börse gibt, ja, vielleicht auch Coins, die bei THC20 nur bei uns verfügbar sind, desto besser für das Gesamtprojekt. Ja. Hier ist der entscheidende Punkt, wann launchen wir zum Beispiel das Thema mit dem Listing vom AI-Coin, ja, und wie? Dennis, magst du da vielleicht ein bisschen drüber sprechen, weil du hast ein bisschen mehr Verhandlungen bei diesem Thema geführt als ich, aber ich denke, das macht schon ziemlich... Also wir müssen natürlich sagen, nochmal, wir werden da natürlich die Community, wie du es gesagt hast, genau einbeziehen in den Prozess. Wir werden da einfach nochmal genau gucken, ja, passt das Projekt gut zu uns oder nicht. Aber wir hatten das eh schon mal als Thema wirklich angesprochen, letztes Jahr, glaube ich, oder das sogar 2021, über die Möglichkeit, einfach so eine Art Launchpad auch zu machen hier bei Social Swap, wo wir einfach Projekten die Expertise geben, die wir uns hier aufgebaut haben in den letzten Jahren, einfach was ist, ja, was man braucht, um ein Projekt relativ schnell zu launchen auf Tron-Basis. Ne? Das ist etwas, ja, wo wir ja schon einige Anfragen einfach hatten, aber es hat halt bisher nie so wirklich dann reingepasst. Und wir wollen das dieses Jahr einfach auch probieren, diesen Weg, vor allem dann auch mit Core. Ja, da werden wir auch nochmal drüber sprechen gleich. Wenn Core dann auch an den Start geht, dann haben wir eh noch eine weitere Blockchain und dann ein weiteres Projekt, was man handeln kann. Da macht es schon Sinn, ja, auch diesen Weg zu gehen. Und AI-Coins, ich habe es ja eben erwähnt, es gibt da sehr, sehr viel komischen Kram einfach natürlich auch, der da gerade gelauncht wird. Deswegen muss man da schon sich ein bisschen Zeit nehmen, das Projekt auch zu durchsuchen. Aber wir sehen ja, Krypto ist spekulativ, Krypto soll auch Spaß machen. Ja, und wir wollen auch in den Fun natürlich wieder ein bisschen zurückbringen. Wir haben auch ein paar andere sehr lustige, spannende Anfragen, ja, wo ich mir auch denke, hey, das passt auch ganz gut bei uns hier auf die Exchange. Ich glaube, ja, wenn wir Ende des Jahres nochmal dann den Rückblick machen, dann haben wir ein paar mehr Paare bei uns auf der DEX. Wir müssen Gas geben, wir haben noch so viele Folien bei uns in der Roadmap, aber neue Listings werden kommen, wenn sich die Community in den Votings dazu entscheidet. Ich habe es gerade in den letzten, ja, Wochen und Monaten gemerkt, auch durch den Aufbau zum Beispiel der High Value Academy, ja, dass Leute einfach wirklich immer noch Bock auf klassisches Affiliate Marketing haben. Wir werden unausweichlich dieses Jahr klassische Affiliate Marketing Deals anbieten, ja, wo man wirklich sagt, so, neuer Member ist reiner Verkäufer bei SSD, er ist reiner Affiliate über seinen Reflink, generiert zum Beispiel 1 Million SSD Umsatz und das vielleicht für einen gewissen Locking-Period. Dafür wird es einfach Belohnungen geben. Ja. Event-Tickets, das kennt ihr schon, aber vielleicht auch andere Belohnungen. Ich habe das wirklich gemerkt, wie groß Interesse dabei ist, auch weil ich ja letztes Jahr meinen TikTok-Kanal aufgebaut habe und den jetzt auch ab Februar wieder weiterführen werde. Es wird mir einfach gelingen, Vertriebler und Verkäufer, ja, aufzubauen. Beim Dennis denke ich auch, gerade wo jetzt die Stimmung wieder in Krypto allgemein besser ist, ja, ist es nochmal leichter, Verkäufer zu gewinnen. Das werden wir auch rund um das Thema Marketing machen. Also ich baue mir sowieso eine neue Vertriebsmannschaft im Inner Circle auf. Natürlich, wenn bestehende Mitglieder mitmachen wollen, feel free, join the party. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir sehr viele neue Affiliates dieses Jahr gewinnen werden. Kommen wir zu einem weiteren Marketingpunkt, das sind alternative Marketingmethoden. Eine ist schon in der Umsetzung, das ist zum Beispiel das Krypto-Taschenbuch, das ist ein Amazon-Bestseller, ja, wo wir zum Beispiel wohl im Buch anhand von SSD ein Aggregator erklärt wird. Wir werden dort in die Bücher, die zwischen 10 und 50 Mal am Tag verkauft werden, ja, QR-Codes und einen kleinen Gutschein und sowas reinlegen für jeden Käufer, der dieses Buch kauft. Ja. In der aktuellen Auflage sind wir noch nicht drin, aber in der nächsten Auflage sind wir da drin, eben auch mit Gutschein und sowas. Ich kenne auch die beiden Autoren gut, ja, und die sind auch schon länger investiert bei SSD. Also auch so alternative Marketingkonzepte, ja, die wir uns gerade anschauen. Aber das ist eines, was wir auf alle Fälle umsetzen werden. Ja. Ich werde mir da auch was einfallen lassen, wenn die Leute in die Telegram-Gruppe kommen und ein paar andere Sachen. Wir sind ja noch mitten in der Optimierung. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass wir auch allein durch das Taschenbuch viele neue Leute
gewinnen werden. Alternatives Marketing nenne ich solche Sachen. Dennis, wir haben heute auch über Crypto Drinks gesprochen, wäre auch ein alternatives Marketinginstrument. Also wir halten uns hier alle möglichen Werbekanäle offen, egal wie crazy die auch sind. So, Lucky Hash, das wird viele freuen. Dennis ist super offen dazu, das schneller zu launchen als geplant. Aber ihr müsst einfach wissen, Lucky Hash, die Aussage kennt ihr von mir, ja, und von Dennis auch, ist fertig programmiert, ja. Es gibt auch keine weiteren Kosten mehr, um das zu launchen, ja. Also wir werden eines der nächsten Votings, entweder das nächste oder das übernächste Voting, einfach die Community entscheiden lassen, welches Datum sie gerne hätten. Dann bringen wir auch Lucky Hash raus. Ist ein weiterer Use Case, bringt weitere Aufmerksamkeit, bringt jeden Mittwoch eine Lotterieziehung, ja. Das werden wir jetzt umsetzen. Die Community entscheidet aber, wenn wir es umsetzen. Weil bislang haben Dennis und ich es immer wieder weiter nach hinten verschoben, weil wir nicht fanden, dass es der richtige Zeitpunkt war. Jetzt fühlt sich alles wieder im Aufwärtstrend. Jetzt finden wir, ist der richtige Zeitpunkt. Aber die Community soll final entscheiden. We are ready. Die Programmierung ist ready. Die Kosten sind alle schon bezahlt. Lucky Hash liegt in der Schublade. Braucht vielleicht 2, 3 Tage, um online zu gehen. Aber danach ist das Ding online. Wir suchen uns hier gemeinsam einen guten Launchtermin raus. Kann einfach aktuell gerade nur Sinn machen, das rauszubringen. Weiterer Use Case. So, nächste Woche haben wir Update Call 103, ist ein Q&A. Dann im Update Call 104 werden Harry, Patrick und so weiter im Update Call dabei sein und über Core sprechen. Aber Update Call 105 wird einfach mal wieder eine Geschäftspräsentation sein. Dennis und ich, vielleicht erinnert ihr euch zurück, wir haben früher Geschäftspräsentationen geleitet, wo wir einfach in einer kurzen 20, 30-minütigen Präsentation einfach spot on erklärt haben, was SSD ist auf Deutsch. Das werden wir auch wieder machen. Update Call 105 wird so eine Geschäftspräsentation. Also wer dazu einladen möchte, da kommen auch die ganzen neuen Steps der Roadmap rein, Aggregator rein, Locked Pools rein. Weil viele Präsentationen von uns sind teilweise schon über 3 Monate oder noch älter alt, ja. Dementsprechend muss auch mal neu gemacht werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass neue Member des Inner Circles das umsetzen werden. Puh, das ist Thema Marketing. Kommen wir zum nächsten Punkt oder willst du noch was sagen, Dennis Koray? Ich freue mich drauf auf die neuen Geschäftspräsentationen. Ja, also wäre natürlich cool, wenn man da wieder dann auch eure Unterstützung bekommen und ihr Leute dazu auch einladet, einfach, dass wir wieder Bewegung reinkommen und auch Bewegung in der Telegram-Gruppe sehen, dass wir hier weiter wachsen können, auch was die Holder angeht. Denn ich glaube, 2023, ja, haben wir wirklich eine gute Chance, jetzt da, wo wir stehen, einen guten Run hinzulegen.